Tja, eigentlich sind unsere Politiker ja schon in der Sommerpause, aber eben nur eigentlich. Grüne, Linke, Piraten und ein SPD-Politiker hatten für heute eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt. Dabei ging es um den Polizeieinsatz in der Rieger Straße im Juni. Der war, so das Landgericht, rechtswidrig. Seitdem steht Innensenator Henkel noch mehr unter Druck. Heute nun musste er Rede und Antwort stehen. Dabei blieb er bei seiner Linie. Aber dennoch kamen, wie auch Norbert Siegmund beobachtet hat, brisante Details ans Tageslicht. Der Innensenator, 8 Wochen vor Ende seiner Amtszeit unter Beschuss, sogar aus den Reihen der eigenen Koalition. Frank Henkel zwar demonstrativ gelassen, doch der Vorwurf, aus Wahlkampfgründen in Sachen Riegerer Straße praktisch Öl ins Feuer gegossen zu haben, geht ihm offenkundig nahe. Wissen Sie, ich habe einen Unterschied zu Ihrer Auffassung, meine Bilanz ist gut. Ich brauche so eine Aktion wie in der Rieger Straße so nötig wie ein Loch im Kopf, um das mal ganz klar zu sagen. Ich brauche es so nötig wie ein Loch im Kopf. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir weder diese Aktion gebraucht hätten, noch dass wir die Resonanzstraftaten danach zu erleiden müssen. Das hätte ich mir gewünscht. Der Einsatz in der Rieger Straße am 22. Juni, wie es heißt, alleinige Entscheidung der Polizei. Dass das Landgericht die teilweise Räumung ohne Gerichtsbeschluss und Gerichtsvollzieher später als rechtswidrig einstufte, aus Henkels Sicht kein Problem. Schließlich hätten ja Bauarbeiter geräumt und nicht die Polizisten, die ihnen zur Seite standen. Alle Maßnahmen sind durch den Eigentümer bzw. die von ihm beauftragte Baufirma durchgeführt worden. Auch die Zugangskontrollen zum Haus sind von der Security gemacht worden, die das Hausrecht übertragen bekommen hat, und nicht von der Polizei. Es war klar, dass wir sowohl Bauarbeiter als auch Security beschützen mussten. Nicht nur wegen möglicher autonomer Angriffe, auch aus Brandschutzgründen habe die Polizei eingreifen müssen, als die Hausverwaltung um Hilfe bat. Dies ohne gerichtlichen Räumungsbeschluss, war eine Räumung ja nicht geplant gewesen sei. Doch die Prüfung der Akten durch Volksvertreter brachte Brisantes ans Licht. So ein Schreiben des Eigentümeranwalts an die Polizei kurz vor der Räumung. Einmal spricht er selber von Räumung an 2 Stellen. Und zum anderen sagt er: Ich konnte meine zivilrechtlichen Ansprüche nicht geltend machen, weil ich eine Klage nicht zustellen kann. Er hat also selber den eigentlichen zivilrechtlichen Verfahrensweg angesprochen und damit die Polizei praktisch darauf gestoßen, dass das vorrangig ist. Wenn dennoch ohne Prüfung dieser Voraussetzung einfach entschieden wurde, der Einsatz wird gemacht, dann ist das aus unserer Sicht nicht vertretbar. Das, was die Polizei dort machte, war ungefähr so, als wenn ich bei der Polizei anrufen würde, sagen würde, ich muss mal in die Räumlichkeiten von Frank Henkel, der schuldet mir noch 1.000 Euro. Und wenn ich die Tür jetzt alleine aufflexe, könnte ja sein, dass mich die Nachbarn irgendwie dran hindern. Deswegen brauche ich Polizeischutz. Laut Polizeijustiziar beriet die Behörde den Hausverwalter aus, wie es heißt, Bürgerfreundlichkeit. Dabei hätte sie rechtliche Grenzen aufgezeigt. Doch laut Piraten wurde in der Polizei Druck gemacht. Also in meiner Akteneinsicht bin ich auf eine Mail aufmerksam geworden vom 9. Februar, in dem der Justiziar der Berliner Polizei noch mal gebeten wird, offensiv auf den Eigentümer zuzugehen, damit man da jetzt mal endlich einen Einsatz in Sachen Brandschutz in der Rieger Straße machen könnte. Von daher ist mein Eindruck, und der hat sich heute im Innenausschuss auch bestätigt, dass die Initiative für diesen rechtswidrigen Einsatz von der Polizei ausging. Polizei und Innensenator vor der Wahl konfrontiert mit einer rot-rot-grünen Opposition, die sich, so scheint es, schon in Koalition übt.